Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei Assassin's Creed 3. Ja, wir waren hier in Boston stehen geblieben. Wenn ihr übrigens zwischendurch hier so einen Controller zappen hört, ne? Über Audacity, dann liegt das daran, dass ich einfach direkt im Grunde vor meinem Mikro sitze. Und deshalb hört man es natürlich auch immer ein bisschen, wenn ich den Controller bewege, ja? Fällt gerade ein. Ich wollte überhaupt eine Markierung setzen. Karte. Reinzoomen. Soll hier ein Gemischtwarenladen sein. Ach, da. So, wenn ich jetzt hier. So. Ah, okay. Interessant. Wieder was gelernt, ja. Eindeutig. Platz da. So, und jetzt. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Wie komme ich dann wieder runter? Also. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Gut zu wissen. Ist ein Almanach nicht irgendwie ein Wörterbuch? Nun, das ist nicht ein Wörterbuch, hier ein Dingensbuch, hier ein, wie heißt denn das nochmal? Ein Trüdelidi. Hier, Atlas. Ist das nicht ein Atlas? Hola. Danke. Briefe in Boston übergeben. Wie kann man denn Missionen aktivieren? Das muss auch hier irgendwo über Logbuch Mission. Na dann mache ich so erstmal das hier. Da habe ich gerade irgendwie mehr Bock drauf. Ein bisschen kuriermäßig durch die Gegend rennen. Für die Angehörigen kürzlich verstorben. Platz da, ich muss hier durch. Platz da. Ich bin schon zu weit gelaufen. Bitte, bitte. Danke. So, wo ist der nächste Brief? Da ist der nächste Brief. Wo muss ich hin? Da hinten. Das Wasser. Bitte, bitte. Wo stehlen? Das kann ich nicht stehlen. Kling! $14 erhalten. Traumhaft. Ich kann Menschen bestehlen. Das ist ja Hammer. Hallo. Das ist ja noch nicht mal merken. Oh doch. La 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 la. So, na, wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht, so wie das sein sollte.
Kuriermissionen. Na, muss ich ihn zu ihm lassen. Falls es da hinten. Bitte, bitte, gern geschehen. Danke. Und die letzte Mission ist. Der letzte Brief ist da. Das ist gar nicht schlecht. Dann decke ich nämlich gleich ein bisschen was von der Karte auf. Gar nicht so schlecht. Platz da. Muss hier durch. Oh, da ist eine Rotbrücke. Hallo! Bitte, bitte. So, $500 ist erhalten. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. So, jetzt machen wir die Mission aber. Und laufen hier lang zurück, um hier noch ein bisschen mehr Karte aufzudecken. Was ist das hier? Ist das eine Kirche? Hier so ein Innenhof, ne? Also kommt man aufs Dach, das ist auch schon mal gut. So, dann mal gucken. Dieser Vogel meinte doch, er hätte seine Briefseiten verloren und nicht sehr agil aus. Da denke ich mal, dass die wahrscheinlich irgendwo auf irgendwelchen Dächern sein werden. Au! Platz da, ich muss hier durch. Hallo? Spiel spielen? Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Für Spielchen habe ich keine Zeit. Ich muss hier tun. Open the door. So. Ja, ich hoffe, dass mit dem Rendern funktioniert. Also ich bin gerade dabei, die erste Folge zu rendern. Handeln. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Was braucht ihr? Dann kaufen wir doch mal. Feuerwaffen. Steinschlosspistole, was gibt's hier sonst so? Aha. Ist auf kurze Distanz treffsicherer als die Muskete, verfügt aber über geringere Durchschlagskraft. Sie ist besser für kleinere Gefechte geeignet als für das Schlachtfeld. Einfach zu handhaben und sehr vielseitig. Ja, nice, ne? Kostet aber massig. Normale Waffen, normales Schwert. 700, passt das ja doch. Aber was gibt's hier sonst noch? Gibt's noch andere Schwerter? Nee, ne? Gib mir das eine. Ja. Dann kaufen wir nochmal ein normales Schwert. Neuer Gegenstand gekauft. Normales Schwert. Wey. Feuerwaffen. Steinschlosspistole. Kaufen wir auch. Steinschlosspistole überhaupt. Verkaufen? Kann ich irgendwas verkaufen? Nee. Na dann. Haben wir ja alles, ne? Charles Lee auf einem Pferd folgen. Thompson's Brew, feiner Hopfen- und Malzgroßhandel. Eine größere Auswahl an Brauereizubehör bietet kein anderer Melzer im Stadt. Schöne Aussicht von hier oben, muss ich schon sagen. Aber Buchseiten sehe ich hier irgendwie nicht. Boom! So viel Bier! Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Bleibt da, ich muss hier ruhig. Die ganzen Menschen, die mir im Weg stehen. Die auch erst so spät spawnen, ne? Dann sollen sie auch nicht mehr mit so umgeritten werden. Benimm dich, Mann. Was ist los mit dir?
Oh, schon soweit. Ups. Hui. Oh, ich habe eine neue Nachricht bekommen. Systemnachricht. Eine neue E-Mail erhalten. Ne, da hole ich gar nicht hin. Da hole ich hin. Bitte Nachrichtungssetter. Eine neue E-Mail. Ja, bitte. Kann ich die nicht lesen? Drück Start. Ja, da. Hallo. Kann ich Nachrichten nachlesen? Da nicht. Und da auch nicht. Nachrichtungscenter, na egal. Dann ist dem eben so. Achso, jetzt muss ich hier reingehen und den Laden aufräumen, oder was? Ach nee, ich wundere ja, ne? Den soll ich vielleicht nicht unbedingt aufräumen. Du Lügner! Betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Los, Frau, tragt das Gepäck. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Sehr geil. Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Los, Frau, lauf! Aber geil. So muss das. Neue Waffe in Geschäften erhältlich. Guten Abend, der feine Herr. William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Das ist wirklich ein sehr treuer Hund, dieser Charles, muss ich schon sagen, ja. Kurz meine externe Festplatte ein bisschen aufdecken, nicht, dass die heiß läuft oder so. Finde ich nicht so geil. So. Zack. Ab nach unten. Und raus aus der Tür. Was ich jetzt mal nachgucken wollte. Hier, kann ich hier nicht irgendwo eine Waffe auswählen? Interagieren. Ich interagiere mit der Tür. Speichern. Oh, und Kat, ich darf da jetzt hinreiten. Wer bist denn du? Ist das Charles Lee? Nee. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne.
Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, das war ein Plan, ne? So, ich muss wohl hier schießen, oder was? Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Was muss ich drücken? Hier, Kreis, ne? Dreieck, ne? Ne, Viereck? Ihr zwei, haut ab! Wie mache ich denn das am schlauesten? So, oder? Ich mal sagen. So viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Heißer! Er schießt sie, bevor sie hier sind. Benutzt die Ersatzmusketen. Man muss ja nicht nachladen. Ha! Level nochmal. Hallo, bis jetzt ganz gut geklappt. Zurück! Ich glaube dann nur zurück, hier. Zurück, drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Das ist mal nur der Plan. Schieß drauf! Ich will nicht die Waffe dann nehmen. Waffe aufheben. Los. R1 zum Zielen. Und. Nee, verdammt. Ah, Steuerung ist nicht so meins. Los, nimm die dumme Waffe auf da. Boom! Die Vorstellung geht weiter. Oh, was ging jetzt? Achso, damit kann ich Waffe wechseln. Moment. Okay. Und was kann ich hier mitmachen? Okay. Interessant. Aber wieder nehme ich trotzdem mal mit. Wohl doch nicht so sicher da drin. Das bringt sicher ein paar Pen. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. So. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Oh, was kommt jetzt? Hallo, ich will jetzt zielen. Thank you.
für einen Lappen, ey. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Haytham, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Welche Plünder? Das mache ich doch gerne. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Ei, fürchterliche Tragödie. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Moment, kurz die Waffe nehmen. Vorsicht, Herren, Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Dame. Alles den krieg ich bei euch auch, ne? Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben nee, etwas zu tun. Nee, jetzt will doch keiner. Ich will die Waffe da haben. Was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? So. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen hier. Schneller! Geht doch! Haltet die auf, Connors! Aber da warten wir! Oh nein! Du Blödmann, du sollst die scheiß Waffe nehmen! Ist ja schlimm mit denen hier. Waffe aufheben. Ja. Geht doch. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. La 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 la. Thomas läuft vorne, ja, ne? Jetzt nicht auf daneben geschossen. Oh, eine andere Waffe. Ja, mal die hier so lang.
Und hier die Körper kann ich nicht plündern. Hängen! Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich, wo die Waffe geladen ist. Jetzt, puff, rot. Das war dann wohl der letzte. Oi, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Oh, damit hätten wir das wohl auch geschafft, glaube ich. Ja. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Traumhaft. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Ohne Scheiß, ja. Das Spiel macht mega viel Fun, muss ich sagen. Schon jetzt hier dritte Folge. 50 Minuten oder so gespielt. Und es macht mir einfach nur übelst Spaß, ja. Es ist auch einfach, also für mich ist eben PlayStation-Spielen sowieso geil, weil ich das sonst noch nie gemacht habe. Ja, und ich liebe es einfach nur hart. Ja, es macht einfach mega Fun. So, und da wir schon hier bei 30 Minuten sind etwa, machen wir eine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!